In diesem Video beschäftigen wir uns einmal mit dem Konzept der Strömung im Aquarium. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von AquaOwner, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und in diesem Video geht es mal um das Konzept der Strömung im Aquarium, konkret natürlich bezogen auf uns hier beim Aquascaping. Die Strömung im Aquarium hat verschiedene Ausprägung und vor allem bei uns im Aquascaping ist sie natürlich dafür da, die Nährstoffe im Becken zu transportieren. Das bedeutet in erster Linie, dass CO2 muss transportiert werden und die Nährstoffe durch den Dünger müssen transportiert werden. Deshalb ist die Strömung gerade im Aquascaping auch etwas sehr, sehr Wichtiges, denn sie dient halt direkt dem Nährstofftransport für die Pflanzen. Das heißt, je nachdem, wo wir unsere Pflanzen hinpflanzen, wollen wir natürlich garantieren, dass egal wo sie im Becken stehen, auch alle Pflanzen genügend Nährstoffe abbekommen, um richtig zu wachsen. Ansonsten müssten wir anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, dass beispielsweise Pflanzen, die weit weg vom Filterauslauf stehen, weniger Nährstoffe zur Verfügung bekommen oder weniger Nährstoffe verbrauchen dürfen als Pflanzen, die näher dran sind. Und das ist natürlich Quatsch. Von solchen Sachen wollen wir uns in unserem Layout und in unserer Gestaltung natürlich nicht einschränken lassen. Und deshalb müssen wir eben auf eine gute Strömung achten, die die Nährstoffe auch effektiv im kompletten Becken verteilt. Es gibt jetzt typischerweise im Aquascaping zwei verschiedene Möglichkeiten, wie du eine solche Strömung erreichst. Und interessanterweise benutze ich auch beide Strömungsvarianten hier in meinen Becken. Einmal im 60P, einmal in meinem neuen Mini M. Das Iwagumi, das Tropica Mini M, das ist noch ein bisschen anders, weil das ja mit dem Rucksackfilter arbeitet. Da ist die Strömung automatisch eine etwas andere, aber auch die schauen wir uns gleich nochmal an. Wir fangen mal an mit der einfachsten Art der Strömung und das ist die, Filtereinlauf und Auslauf befinden sich auf der gleichen Seite und erzeugen einen großen Kreislauf. Das ist das, wie ich mein 60P betreibe. Dort habe ich tatsächlich den Filtereinlauf und den Auslauf nicht direkt nebeneinander, aber auf der gleichen kurzen Seite. Das hat allerdings mehr optische Gründe, als dass es nicht möglich gewesen wäre. In dem Fall ist es so, das Wasser fließt aus dem Auslauf raus, an der vorderen Scheibe entlang und macht dann einen großen Bogen nach hinten und wird dort wieder vom Einlauf angesaugt. Das ist sozusagen der Kreislauf, den wir da haben. Und wir können in dem Becken auch wirklich sehen, dass das genauso funktioniert. Also selbst in den hintersten Ecken, ganz hinten in den Ecken, wo meine Stängelpflanzen zum Beispiel stehen, selbst da können wir an den Pflanzen sehen, dass dort Strömung herrscht, dass dort also Nährstoffe hertransportiert werden. Und da aktuell die Pflanzen sogar noch sehr, sehr niedrig sind, können wir so sogar garantieren, dass auch wirklich in Bodennähe diese Nährstoffe transportiert werden. Und diese Strömung funktioniert generell sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach. Sie kann jetzt natürlich durch einen extremen Hardscape-Aufbau gestört werden. Wenn ihr beispielsweise in der Mitte des Beckens ein Hardscape-Element hättet, was wirklich das Becken sozusagen teilt, dann kann dieser Kreislauf natürlich nicht mehr so gut funktionieren. Da wäre eine andere Strömungsart eventuell sinnvoller. In dem Fall funktioniert das aber sehr gut. Ihr solltet allerdings bedenken, dass für eine kräftige Strömung im Kreislauf mit dieser Art Konfiguration der Filter auch ordentlich Power haben sollte. Wenn der Filter so gerade eben an der unteren Grenze ist, du kennst ja vielleicht den Merksatz, dass der Filter minimal das Dreifache des Beckenvolumens pro Stunde umwälzen sollte. Wenn das bei deinem Filter gerade so eben der Fall ist, dann ist diese Konfiguration vielleicht nicht ideal, weil je nachdem, wie lang das Becken ist, geht natürlich viel Strömung verloren. Das ist also eher eine Konfiguration für Becken, die nicht besonders lang sind oder die zumindest nicht überproportional lang sind im Vergleich zur Tiefe, weil ihr ja die lange Seite sozusagen mit der Strömung bespielt und da entscheidend ist, wie das Ganze aussieht. Ich blende jetzt noch einmal ein Foto des Beckens ein, wo ich einmal die Strömungsrichtungen genau aufgezeigt habe. Das Ganze ist natürlich nur schematisch und Fluidströmungen funktionieren tatsächlich physikalisch noch sehr viel komplexer als das, was ich dir jetzt hier zeige. Aber für das generelle Verständnis von Strömungen in unseren Aquarien ist das völlig ausreichend. So sieht es also aus, wenn du Ein- und Auslauf auf der gleichen Seite hast. Eine andere Art der Strömungsausrichtung ist die, wie ich sie jetzt hier in meinem neuen Mini M verfolgt habe. Dort habe ich auch den Einlass und den Auslass an der gleichen Seite des Beckens, sogar in der gleichen Ecke in diesem Fall. Aber ich bespiele nicht die lange Seite des Beckens, ich erzeuge also keinen großen Kreislauf, sondern ich richte meinen Auslauf von der einen Ecke des Beckens auf die Mitte der Frontscheibe. Das ist die sogenannte Diagonalströmung. Man kann das Ganze auch noch ein bisschen extremer machen, das muss nicht genau die Mitte sein. Man kann das auch ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter links machen. Tatsächlich ist es bei mir so, dass ich von der Ecke ausgehend ein bisschen weiter nach links ziele, sozusagen, dass ich also meine Frontscheibe im Verhältnis 1/3 zu 2/3 strömungstechnisch teile.
Und das sorgt dafür, dass ich in diesem ersten Drittel auf der linken Seite einen Wirbel erzeuge, der sich links rumdreht, und in dem Zweidrittelbereich auf der rechten Seite einen größeren Wirbel erzeuge, der sich rechts rumdreht. Das ist ganz interessant, denn so kann ich von einem Auslauf aus eine Strömung in zwei verschiedene Richtungen erzeugen. Und das sorgt natürlich für eine sehr gleichmäßige Verwirbelung aller Nährstoffe im Becken, wenn sie dort aufgespalten werden und nach links und rechts durch das Becken verteilt werden. Der Wirbel auf der linken Seite geht dann eben zurück in den Einlauf, genauso wie der Wirbel auf der rechten Seite zurückgeht in den Einlauf. Er legt natürlich einen größeren Weg zurück, das ist richtig, deshalb ist die Strömung im hinteren Bereich tendenziell etwas geringer als im vorderen Bereich. Aber das kannst du eben so ein bisschen ausgleichen, wenn du den Winkel vom Auslauf ein bisschen veränderst. Denn je flacher der Winkel ist in die eine Richtung, umso stärker ist die Strömung, weil sie eben von der Scheibe nicht so stark gebrochen wird. Je spitzer der Winkel in die andere Richtung ist, umso schwächer ist dort die Strömung. Das ist eben der Grund, warum ich meinen Auslass so ausgerichtet habe, dass ich ein Drittel zu zwei Drittel habe. Und denn damit kann ich so ein bisschen ausgleichen, dass die Strömung auf der linken Seite etwas schwächer ist und auf der rechten Seite aber mehr Wasser bewegt werden muss, die Strömung also stärker sein soll. Das ist eine Konfiguration, die ich persönlich bevorzuge. Ich hätte das auch bei meinem 60P so gemacht, wenn die Lilypipe schwenkbar gewesen wäre. Das ist sie halt leider meistens nicht. Die meisten Glassware-Sachen sind natürlich nicht schwenkbar, weil kein Gelenk da drin ist. Deshalb habt ihr da häufig nicht die Option, so eine Strömung zu fahren. Aber wenn ihr die Option habt, halte ich das persönlich für die bessere Art, eine Strömung in eurem Becken zu erzeugen, die einen sehr gleichmäßigen Nährstofftransport garantiert. Auch hier zeige ich dir nochmal das Bild des Beckens und zeichne dir mal schematisch ein, wie die Strömung dort verläuft, damit du dir das noch einmal besser vorstellen kannst. Auch was ich gerade meinte mit der 2/3 zu 1/3 Variante, das ist, wenn ich das mündlich erkläre, immer ein bisschen schwierig. Das ist einfacher, wenn du da einmal so eine schematische Zeichnung vor dir siehst. Wenn du das so nachbaust, dann kriegst du eben auch eine entsprechende Strömung in dein Becken und die ist wirklich sehr gut geeignet für das Aquascaping. Zuletzt benutze ich ja in meinem letzten Becken einen Rucksackfilter und bei dem ist es natürlich so, der ist weder schwenkbar, noch kann ich wirklich eine Strömung auf die lange Seite erzeugen. In meinem Fall ist es ja so, der Filter hängt hinter dem Becken, das bedeutet, der Auslauf feuert gerade auf meine Frontscheibe und zwar an der äußeren Ecke. Jetzt ist es so, der Auslauf ist aber relativ breit und zumindest das sorgt dafür, dass die Strömung, die dieser Rucksackfilter erzeugt, zwar frontal auf die Scheibe prallt, aber trotzdem einen Linkstrahl bekommt. Ja, weil natürlich auch nach links und rechts so ein bisschen Strömung wegfällt und insgesamt erzeugt dieser Filter einen sehr weichen Flow, also eine sehr weiche Strömung durch das Becken. Eigentlich ist das genau das gleiche Prinzip wie im 60P auch, wenn eben Ein- und Auslauf auf der gleichen Seite sind und in eine Richtung zeigen. Der Unterschied beim Rucksackfilter ist natürlich, dass die Strömung einerseits nicht so tief geht. Dadurch, dass nämlich das Wasser über der Wasseroberfläche rausgeht und ins Becken läuft, ist das wirklich eine sehr, sehr sanfte Strömung. Wenn ihr ein Becken habt, was ein bisschen länger ist, dann halte ich persönlich auch einen Rucksackfilter für nicht geeignet. Zumindest nicht so ein Modell wie das hier, wo der Auslauf über Wasser ist. Weil die erzeugte Strömung ist wirklich sehr seicht. Und da kann es einfach passieren, dass die Nährstoffe nicht ausreichend weit transportiert werden, dass die Strömung nicht stark genug ist, um die ganzen Nährstoffe wirklich bis in die letzte Ecke des Beckens zu transportieren. Das ist auch der Grund, warum ich diese Rucksackfilter wirklich nur für meine 20-Liter-Becken in Betracht ziehe und größere Becken sofort immer auch mit einem Außenfilter ausstatten würde, zumindest gerade im Aquascaping. Wir müssen da immer so ein bisschen differenzieren, denn in der Aquaristik, je nachdem, was auch für Fische gepflegt werden, ist es zum Beispiel wichtig, dass keine oder nur eine sehr geringe Strömung vorherrscht. Bei Kammfischen ist das beispielsweise so, das sind sehr stressempfindliche Tiere, da sollte möglichst wenig Strömung im Becken sein. Übrigens auch ein Grund, warum sich ein Kammfisch mit Aquascaping nicht perfekt kombinieren lässt. Aber auch mit dem Rucksackfilter ist zumindest in diesem kleinen Becken eine große Kreislaufströmung zumindest ansatzweise möglich oder sagen wir, sie ist ausreichend gut möglich, um so ein 20-Liter-Becken eben auch mit dem Rucksackfilter als Aquascape zu betreiben. Auch hier zeige ich dir nochmal die schematische Zeichnung, wie das Ganze aussieht. Du siehst, es ist im Prinzip genau das gleiche wie beim 60P auch, nur dass eben der Kreislauf ein bisschen weiter geht, weil eben Ein- und Auslauf wirklich an genau derselben Position sind, anders als bei mir im 60P, wo noch die kurze Seite sozusagen dazwischen ist. Generell ist es so, ihr könnt eure Strömung in eurem Becken recht einfach an den CO2-Bläschen verfolgen. Wenn ihr also euren CO2-Diffusor so positioniert, dass er auch wirklich von der Strömung erfasst wird, dann könnt ihr anhand der CO2-Blasen die Strömungsrichtung und auch die Strömungsstärke in eurem Becken relativ einfach überwachen und relativ gut schauen, bis wohin werden denn meine Bläschen transportiert. Das ist übrigens gleichzeitig ein Grund, warum du den CO2-Dauertest immer an der gegenüberliegenden Beckenseite anbringen solltest vom Filterauslauf.
Denn an der gegenüberliegenden Beckenseite muss halt auch noch CO2 ankommen. Und deshalb solltest du dort messen, wo tendenziell am wenigsten CO2 ankommt, damit du garantieren kannst, dass selbst in diesen entlegenen Bereichen des Beckens halt immer noch genug CO2 vorhanden ist. Soviel also zum Thema Strömung im Becken. Wie gesagt, das ist etwas, was wieder sehr Aquascaping-spezifisch ist. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Gründe in der Aquaristik, warum diese oder jene Strömung vielleicht nicht gut funktioniert oder nicht das Optimum darstellt. Hier geht es jetzt wirklich nur darum, mit welcher Art von Strömung transportieren wir am effektivsten unsere Nährstoffe, also unser CO2 und unsere zugegebenen Düngenährstoffe. Und das funktioniert am besten mit den beiden Varianten, die ich dir jetzt im Endeffekt gezeigt habe. Also entweder versuchst du einen großen Kreislauf aufzubauen, mach das aber nur, wenn dein Becken nicht exorbitant lang ist. Oder du versuchst mit einem etwas anders ausgerichteten Auslass zwei kleinere Kreisläufe zu erzeugen, die in der Mitte getrennt sind. Damit erreichst du eine etwas gleichmäßigere Verteilung und brauchst auch keinen ganz so starken Filter dafür. Das sind also die Varianten, die du vielleicht mal ausprobieren könntest. Wie sieht es bei dir aus? Hast du dir schon mal um deine Strömung Gedanken gemacht und hast du schon mal versucht, die vielleicht zu optimieren? Schreib es mir nur in die Kommentare. Ich bin sehr interessiert an einer Diskussion über dieses Thema, weil da gibt es natürlich auch noch andere Konfigurationen, die man benutzen kann, um eine gleichmäßige Strömung im Becken zu erzeugen. Ich blende jetzt an dieser Stelle wie immer noch zwei weitere Videos ein, die dich vielleicht interessieren können. Schau dir die auf jeden Fall mal an, denn da ist bestimmt noch was Interessantes für dich dabei zum Thema Aquascaping. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm doch bitte einen Daumen nach oben. Dann weiß ich, dass es dir gefallen hat. Ich kann schauen, dass ich vielleicht noch mehr Videos aus diesem Themenbereich heraus produziere. Und abonniere auf jeden Fall diesen Kanal, denn dann verpasst du keine weiteren Videos mehr in der Zukunft und wirst immer informiert, wenn ich etwas Neues hochlade. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.